Genannt wurde er Riesenalk oder Riesenalke, je nachdem. 80 Zentimeter hoch, ein bisschen tollpatschig und ein gefundenes Fressen für den Menschen, der ja den letzten Vogel vor 175 Jahren erledigte. Zum Glück gibt es den Tiervater Brehm. Der hat vermutlich nie einen Riesenalk gesehen, beschreibt ihn aber gewohnt anschaulich in seinem Tierleben. Unser Riesenalk hat ungefähr die Größe einer Gans. Das Gefieder ist an der Oberseite glänzend schwarz, an der Kehle schwarzbraun, ein länglich-runder weißer Flecken vor und über dem Auge sowie ein Spitzensaum der Armschwingen sind weiß. Schnabel und Füße sind schwarz. Vor allem aber ist der Riesenalk fett, was ihm möglicherweise seinen Namen eingebracht hat. Denn Pinguin könnte vom lateinischen Wort für Fett, Pinguis, abgeleitet sein. Jacques Cartier, französischer Nordamerika-Erforscher, hebt jedenfalls hervor: Sie sind außerordentlich fett. Unsere beiden Barken wurden damit in weniger als einer halben Stunde beladen, sodass jede 4 bis 5 Tonnen zum Einsalzen lieferte, ohne die, welche frisch verspeist wurden. Cartier ist der erste Amerika-Reisende, der Funk Island vor Neufundland entdeckt. Ihren Namen Stinkeinsel verdankt sie den Abermillionen Vögeln, die dort nisten. Die ganze Insel war so voll davon, als wären die Vögel hier ausgesät. Nichtsdestoweniger war die Zahl der Vögel in der Umgebung der Insel und in der Luft noch 100-mal größer als auf der Insel selbst. Funk Island wird zum beliebten Zwischenstopp auf Reisen gen Amerika, um die flugunfähigen Vögel niederzuknüppeln und sich so mit frischem Proviant zu versorgen. 1865 ist in der Zeitschrift Aus der Natur zu lesen, die Riesenalke seien ohne allen Zweifel durch den Menschen vertilgt, das heißt im wörtlichen Sinne aufgezehrt worden. Was in diesem wörtlichen Sinn nicht korrekt ist. Die wenigsten Alke wandern in die Mägen, die meisten liefern warme Daunen für Federbetten und Fett für Öllampen. 1785 warnt George Cartwright: Die angerichtete Zerstörung ist unglaublich. Wenn diese Praxis nicht bald aufhört, wird die ganze Rasse verschwinden. Denn hier ist die einzige Insel, auf der sie noch brüten. Wenige Jahre später brüten keine Riesenalke mehr auf Funk Island. Ausgerottet, so wie zuvor schon in Florida und am Mittelmeer, an der Nordsee, auf Labrador und Grönland. Überall dort lebte einst der Riesenalk, bis ihn die Steinzeitjäger ausmerzen. Nach dem Ende auf Funk Island bleiben nur noch wenige Exemplare auf einer L-Day genannten Klippe vor Island. Im Jahre 1830 unternahm ein gewisser Gwythmundson 2 Jagdzüge nach L-Day und fand 12 oder 13 Riesenalken, von denen der größere Teil für Sammlungen erhalten wurde. Erzählt Brehms Tierleben mit zynischem Euphemismus. Denn für Sammlungen erhalten heißt nichts anderes, als dass die Riesenalke getötet und ausgestopft wurden. Für naturkundliche Museen ist es ein Muss, einen Riesenalken zu besitzen. Die Preise für Balge und Eier schießen in die Höhe und machen die Jagd wieder attraktiv. Im Jahre 1833 wurden 13, 1841 3, im Jahre 1844 2, die letzten, von denen man Kunde hatte, vielleicht auch die letzten ihres Geschlechtes, gefangen. So ist es. Im Namen der Wissenschaft sterben die letzten Exemplare des Riesenalks.